Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Dort unten befindet sich der Bahnhof Läuferfingen. He? Auf 559 Meter. Und da oben geht es weiter mit dieser Etappe. Hinter mir die Wandtafel. Läuferfingen 566 Meter. Das heisst, Ziel Sissach steht dort. He? Mal schauen. Auf jeden Fall geht es Nummer 7 noch, wie wir schon festgestellt haben, aufgrund von meinem Filmtitel. Von hier oben bin ich jetzt gekommen. Da kommen wir her oder gehen wir in die Richtung. Man kann auf beide Seiten laufen. Hier hinten ist die Tafel. Ist ein bisschen unscheinbar. Es steht halt nur eine geile Wandertafel. Aber nur eben. Wenn es nichts anders ist, müsst ihr dann hier durch, geht hier in der Gässle durch. Man könnte dort auch leicht geradeaus, wenn man sich nicht gerade sehr achtet und im Gespräch ist. Das finde ich jetzt hier ein bisschen schlecht ausgeschildert. Andererseits sehe ich jetzt gerade wieder da vorne, ich befinde mich jetzt auf der Straße, da hinten ist die Trottoir. Dort hat es schon wieder das nächste Wandtafelzeichen. An der Laterne, also sind wir richtig. Und hier findet ihr gerade noch einen Brunnen für Wasser. Okay, weiter geht's. So, wir sind an einem weiteren wichtigen Schnittpunkt. Hier ist wieder ein Brunnen. He? Hinter mir befindet sich wieder eine Wandertafel mit einem Zeichen drauf. Und dort ist angeschrieben auch Ruine Homburg. Das heisst, wir müssen höchstwahrscheinlich, so wie ich schnell gespickt habe auf meiner App, auch an der Ruine Homburg vorbei. Ja. Das werde ich euch wahrscheinlich so gut wie nicht zeigen. He? Darüber habe ich einen Film gemacht. Den findet ihr auch bei mir auf dem Kanal. Das blende ich unten ein, damit ihr seht, wie es heisst. He? Könnt ihr euch ja später oder mal anschauen, wenn ihr wollt oder geht. So, weiter geht's. Kommt sicher so eins, dass mein Sohn sagt, Mama, geh jetzt noch. Weil die, der Strand ist daheim. Der Muskelkater, der zweite hat auch Muskelkater. Hier entlang, wenn wir ganz unten sind, wurde ein Spielplatz gesehen. Da findet ihr auf Google Maps. Da habe ich dort hinzugefügt. Und gleichzeitig fährt hier so einen Sagenweg auf. Ja, wo wir ein bisschen Geschichte lesen können. Spannend, interessant gemacht. Und was ich auch noch sagen zu der Homburg. Ja, falls ihr das mal sehen wollt, wenn es da, wie das ausgesehen hat, wenn es Schnee hat, dann schaut ihr bei meinem Film rein. Der hat Schnee gehabt, wo ich hier gesehen bin, der Weg. Das ist die Tafel. Ja, wir gehen rechts rauf. Hoffe ich, Wanderweg, habe ich gesagt, Richtung Ruine. Hier, Themenweg nennt sich der. Ja, ihr könnt sehen, die Grillstelle gibt es da auch. Wunderbar. Und die Homburg können wir bereits schon erkennen, wenn wir von da unten kommen. Die ist dort oben. Ja, schön, he? Ja, hier geht es rauf, hier geht es runter. Hoffentlich geht es gut, jetzt haben wir noch fast das Bein verträumt. So, wenn jemand im Weg Platz machen will, dann verträumst du selber das Bein. Hier sehen wir wieder die Markierung, die auf ein Wanderzeichen hindeutet. Auch dieser Weg ist nicht verschont.
von Bäumen, die gestorben sind. Er ist einfach ausgerissen von dort oben. Und zur linken Seite können wir hier die Ruinen schon besser sehen. Kurz etwas erzählt von so einer Thementafel mit der Überschrift auf allzu großem Fuß. Auch die Ritter gönnten sich auf ihren Burgen immer mehr Luxus, obwohl sie das Geld dazu eigentlich nicht hatten. Ihre Existenzgrundlage war ja die Landwirtschaft. Da befinden wir uns jetzt in Ruine Homburg, 640 Meter. Wanderweg, richtig Buchte. Also links über, wenn ihr von oben kommt, quasi geradeaus. Auch hier hinten. Auf der anderen Seite ist wieder eine Tafel. Dort steht Sissach, die steht etwas schräg zwar, aber man sieht, wo die richtig ist. Und die Ebene zeigt auch in die Richtung. Also, okay. Hinter mir geht es jetzt rein zu der Ruine. Ich empfehle euch, das anzuschauen. Es war interessant hier oben. Und nachher geht es hier direkt wieder abends zu. He? Und hier rein vorbei. Mit einer Aussicht, die ihr hier oben auch bekommt, nur ein bisschen weiter oben. He? Apropos, so wie in allen Filmen, ob Velo oder Wandern, wenn ihr nichts seht, geht ihr geradeaus. Und wenn ihr in meinem Film auch nichts sagt, entweder geradeaus oder es hat Tafeln gehabt, weil bis jetzt ist es ziemlich gut ausgeschildert gewesen. Ja? Hier oben geht gerade ein ziemlicher kieler Wind. He? Also ein Bänkli. He? Und vorne eine schöne Aussicht. He? Jawohl. Kanton Basel-Land. Buchte. Und unser Weg führt uns nach unten durch. Oder ihr kommt von hier, wie gesagt. Und dort zwischen den Bäumen durch sehen wir die nächste Wandertafel. Ja, irgendwo hier vorne. Irgendwo da vorne. Ja, mal schauen, was durchgeht. Einfach immer Richtung Sissach Liestl. Liestl ist ja unser Ziel. Und hier hinten durch. Schön, schön. Wieder alles von grünen Fotos. Ich stehe jetzt gerade vor dieser Tafel. Das nennt sich Wanneneck auf 622 Meter. Im Moment ist da irgendwie Tafel drunter. Achtung, Via Gottardo und Bahnwanderweg umgelegt. Wir werden es sehen.
wo das durchführt. Hier die andere Hinsicht, die andere Richtung. Und unser Weg geht hier hinten. Und hier hat es auch noch einen Grillplatz. Ja? Da füge ich auch noch auf Google Maps zu, da findet ihr dann auch, sofern das irgendwie bewilligt wird zum Freigeben. Da muss ich auch mal warten. Sehr lang. Das wird mir jetzt allerdings ein bisschen zu frisch. Da oben windet es ziemlich. Die Haut ist schon kalt. Und wenn ich sage, es ist kalt, dann ist es kalt, glaubt mir das. Es ist nicht eiskalt, aber es ist genau die Jahreszeit, wo sich die Leute wieder verkälten haben, weil es noch nicht richtig warm ist, aber ein bisschen Sonne scheint und dann eben ja, dann wissen wir. Gut, haben wir schnell umgezogen, angezogen beim Grillplatz. Jetzt gehen wir wieder weiter. Ja, wenn ich. Irgendetwas stimmt da wieder nicht. Wenn ich dem glauben darf, ja, von dort hinten bin ich gekommen. Ja, jetzt zeigt es ungefähr gut an. Jetzt hat der Vortag gerade im Kreis gezeigt. Das ist immer so ein Vorführeffekt. Ja, okay. Vorne jetzt nochmal ein Bängchen. Und da ist noch ein Pfeil am Baum. Also, definitiv hier durch. Bin mir jetzt nicht sicher gewesen. Jetzt geht es wieder ein bisschen zum Wald raus. He? Ja, mehr oder weniger sind wir im Wald gewesen. Wir sind ja am Waldrand gewesen. Und hier oben ist ein ziemlich kieler Wind gegangen. He? Auch schattig halt. Was der Vorteil ist, wenn es wirklich richtig warm wird im Sommer. He? Hier sehe ich wahrscheinlich alles Kirsibäume. He? Wenn sie Glück haben, wenn sie noch etwas ernten. Wenn sie Pech haben, ist nicht viel mehr zu holen. He? Die kurzfristige Kälte, die hier war, kommt immer darauf an, wie schnell etwas blüht. Von weitem kann ich das nicht urteilen. Da müsste man die Blüten aufmachen und schauen, ob sie schwarz ist drin. Jawohl, das wär's. Diesmal sehen wir, geht es wieder ein bisschen auf einer befestigteren. Eher mehr befestigt, das andere war auch befestigt. Eher so ja, Feldwegsträusschen. Das ist schon wieder geteert. Hier laufen wir gerade an der Wandertafel vorbei. Und zwar Häfelfingen 555 Meter. Bahnen. Dort hinten hat es noch Brunnen. Und hier fließt das Bächle noch runter. Und wir müssen abends zu. Hier rauf oder runter. Ich bin jetzt von hier runtergekommen. Dann kommen wir hier direkt an einen zentralen Punkt, wo eine Tafel wieder eine Wandertafel ist. Die nennt sich Häfelfingen, also wir sind hier in Häfelfingen vom Kanton Baselland auf 540 Meter. Gleichzeitig gibt es hier noch eine Bushaltestelle, 109 und 110, die hier noch fährt. Ihr könnt also auch anfahren oder von hier wieder wegfahren, wenn ihr nicht wollt. Oder wollt, wie auch immer. Und hinter mir gibt es noch einmal einen Brunnen. Und das Wandertafelzeichen führt uns Auto durch. Das heisst, da ja, sehen wir schon eine grosse Kreuz am Boden, das ist der Bus. Und hier geht es in die Steingasse hinterher. Und gerade wieder einmal, als allererstes, wenn man abends ist, geht es dann meistens wieder irgendwo auf. Wir sehen, hier hört die harte Strasse auf. Hier geht es direkt auf eine. Was soll man sagen? Was ist das? Ein Waldweg. Cool. Ja, von da sind wir irgendwo aus dem Wald.
Und hier geht es rauf. Also würde ich eher sagen, ein Wiesenweg als ein Waldweg. Es ist ja kein Wald hier. Das ist lässig so. Aber ihr seht, je nachdem, wie wir unterwegs sind, kann das vielleicht nicht für alle etwas sein. Hier haben wir gerade die Möglichkeit, direkt am Wegrand einen Baum anzutreffen und zu beobachten und zu schauen, wie schön das mit den Blüten aussieht. Hier fährt der Weg rauf. Ihr seht es schon. Geht gerade runter. Da sieht man, wie steil das ist. Also natürlich ist es nicht so, aber so um den Ecken. Oben, wo der Wanderweg weitergeht, treffen wir ein Bänkchen an. Und hier drauf steht zwei Sachen, jetzt zwei Tafeln. Eins lese ich euch vor. Ich lese euch das vor, wo älter ist, von meinen älteren Verstorbenen. Rosette Bitterli Rickenbacher. 1924 bis 2019 hat die gelebt. Nun Ruhe sanft und Schlaf in Frieden. Ich habe tausend Dank für deine Mühe, wenn du auch bist von uns geschieden. In unseren Herzen stirbst du nie. So, und wir sind hier landlich, landwirtschaftlich. Unten sind wir jetzt hergekommen. Hier ist die nächste Tafel, direkt ein Baum. Ja, so. Das heisst, hier oben sehe ich wieder eine Bushaltestelle. Hier oben ist die nächste Verzweigung, wo es weitergeht. He? Das Wanderzeichen ist da an diesem Masten. Schön interessant, was es hier alles für Pflanzen am Strassenrand gibt. Na, jetzt wird es interessant. He? Tatsächlich hört die Strasse hier auf. Der Wanderweg geht hier runter. He? Mit dem hat jetzt zuletzt gerechnet. Jetzt geht es wieder runter. He? Cool, endlich einmal ein vernünftiger Wanderweg. Ups, ziemlich steil. He? Jede Menge, du, ohne Ende. Aber da der ja schon jetzt vorbei ist, es blüht hier oben schon, schmeckt mir fast nichts mehr da. Also, ja, ich habe es nicht geschmeckt, als ich hier durch bin. Aber das scheint eine gute Stelle zu sein. Hier,
cool, eine richtig schöne, grosse Viaduktbrücke, wo jetzt die Bahn drüber geht. Da befindet sich wieder an der Tafel, geht nicht ganz runter. Wir müssen hinten durch. Hier durch müssen wir, 7 zeigt hier hinten. Da ist wieder etwas vom Bahnwanderweg umgelegt. Also auch auf der App ist nichts angezeigt, dass man irgendwie anders laufen muss. Keine Ahnung, das haben sie wahrscheinlich, warum auch immer, da dran. Das hast du vielleicht mal gesehen, vielleicht machen sie es einmal. Ich weiß es auch nicht. Finde ich nicht so gut, eine fixe Tafel. Das verwirrt eher. Und wenn man noch nicht einmal weiss, wo das ist, wenn man auf dem Wanderweg ist, ja, dann nutzt es auch nicht sehr viel. Also auf jeden Fall, da oben, wenn wir jetzt runtergekommen sind, gehen wir dann hier gerade rechts rüber. Sehen wir gerade, Bahnlinie laufen wahrscheinlich hier dran vorbei. Nicht wahrscheinlich, wir laufen an der Bahnlinie entlang vorbei. Haben wir da, ja, den Bodenuntergrund, wenn es nass und geregnet ist, wird es dann hier schon eher ein bisschen morastig zum Laufen, sage ich jetzt einmal. Bis jetzt war es überall eigentlich fast gut gewesen. Und hier haben wir jetzt eher ein bisschen Untergrund, der Erdreich beinhaltet, der nicht so gut ist, wenn es nass ist. Ja, hier ist gerade der Bahnhof, das heisst eine Haltestelle. Wir befinden uns in Rümlingen, das ist der Bahnhof Rümlingen. Aha. So. Da geht noch eine andere Nummer durch. Das 471. Okay. Richtig Seesach, Sommerau. Sommerau. Und dann gibt es hier sogar noch einen Erlebnispfad wiesenbergwärts. Auch noch. He. Da ist keine Höhenangabe, nicht. Aber da vorne wird wahrscheinlich so, wie es da steht, he. Sommerau gleich aus, so eine Haltestelle wie hinten. Das war ja Rümlingen. Ja. Es geht hier noch in den Wald rein, he, wo der andere Weg durchgeht, aber unsere führt. Ja. Hier hinten. He. Ja, das 471 war Schaben. Manchmal muss ich schauen, he, dass ich nicht durcheinander komme. Das ist nicht so einfach, einfach wieder zurück mit dem Velo, das schneller geht. He. Schmetterling hat es auch verschiedenste gehabt, hier oben, wo die Steine sind. He. Ja, das Unschöne halt im Moment an der Bahnlinie. Vorher ist gerade eine durch. Es war relativ ruhig. Es sind zwei Anhänger und zwei Waggons. Das ist so eine Regionalbahn. Macht nicht wirklich Krach. Hier kommt eine weitere Tafel, wo wieder die Nummer drauf ist. Hier geht es Richtung Seesach. Unter der Brücke durch. Und von hinten oben sind wir jetzt runtergekommen. Dort war es ein bisschen steinig. Aber sonst bis jetzt alles okay zum Laufen. Wir sind jetzt Sommerau, wie vorher schon gedacht. Das ist Sommerau, 450 Meter. Da wieder eine Wandertafel ist. Auf der Rückseite ist der Bahnhof Sommerau. Da hinten. Da findet die Wandertafel jetzt Blendezahl. Jawohl, so ist es. Gut. Also dort hinten ist die Tafel. Die zeigt in die Richtung. Hier an der Wand ist aber eine Wandertafel, also ein Wanderwegzeichen. Das ist quasi um den Bahnhof auf dem Main. Was aber irgendwie verwirrend ist, die App zeigt nämlich nicht dort um die Ecke. Die
Hier zeigt Auto geradeaus. Das ist die Frage, was stimmt. Ich laufe jetzt mal hier am Bahnhof entlang, weil da sind noch die Schienen. He? Da kann ich nie hin. Mal schauen. Haha. Muss ich doch mal da drüber schauen. He? Ah, Wasser. Ah, da kommt kein Wasser. Nichts mit Wasser. Schon lange nicht mehr mit Wasser auf dem Weg. Ja. Ich vermute.